durch Irland reisen in 5 Tagen? Lässt sich das auch in einem 5 Minuten langen Video zusammenfassen? Oder bedarf es wohl doch eher 15 Minuten zur Schilderung? Im Prospekt unseres Reiseveranstalters ist schon mal die Route, die wir in den nächsten 5 Tagen abfahren werden, sehr anschaulich dargestellt. Mit strahlendem Gelb der Kinstersträucher sind die Straßenränder gesäumt. Dazwischen immer wieder die wild wachsenden, lila leuchtenden Rhododendronbüsche. Dahinter grasen Rinder auf den saftig grünen Wiesen. Sie sind gefärbt von tiefschwarz und ganz braun bis zu in allen Schattierungen dazwischen. Die bunten Flecken bei den Schafen sind allerdings nicht von Natur aus dort. An den speziellen Farben lassen sich die jeweiligen Besitzer ermitteln. Rechts und links der Fahrbahn begleiten uns zahlreiche Seen. Ständig weht eine frische Brise. Der Standort für die Windräder scheint recht gut gewählt. Mit dieser Feststellung wollen wir gleich noch auf eine andere irische Gegebenheit eingehen. Das übliche Wetter in Irland. Wir hatten das Gefühl, es regnet immer. Wie schön hätte es am Cliff of Moher sein können, wenn nicht Regen und Wind uns fast den Schirm aus der Hand gepustet hätten. Und dann hatten Wolken und Sonne doch noch ein Einsehen und bescherten uns ein paar schöne Ausblicke. Nur der scharfe Wind blieb uns erhalten. Einen absoluten Gegensatz zur Farbigkeit der Natur bilden die kräftigen, grauen Mauern der Kirchbauten. Selbst am Friedhof ein eintöniges Grau. Eine Besonderheit bildet dabei diese Kirche, von der man annehmen könnte, sie sei schon sehr alt. Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass man zum Neubau die alten Abrisssteine des seinerzeit nicht mehr benötigten Gefängnisses verwendet hat. Im Gegensatz zum äußeren Bild wurde die Kirche innen hell und freundlich ausgestattet.
Stabile graue Mauern sind auch das Kennzeichen irischer Schlösser und Gutshäuser. Aber auch bei der Kilmore Abbey täuscht der äußere Eindruck. Außen strenges, massives Grau, innen aber mit großen Fenstern zum Park hin gemütlich eingerichtet. Die eigene Kapelle durfte nicht fehlen. Für die Säulen wurden alle vier der hier vorkommenden Gesteinsarten verarbeitet. Die Kutschen warten vergeblich auf uns. Wir lassen uns auch nicht vom scharfen Wind abhalten und schlendern gemütlich durch den Park, in dem sich früher natürlich die Herrschaften kutschieren ließen. Manchmal geht es zwar etwas eng zu, wie man an dieser Hauswand deutlich sieht. Aber allgemein machen die irischen Städte einen entspannten und farbenfrohen Eindruck. Hier in Limerick ist vor der Kunsthalle gerade Sternstunde. Die außergewöhnliche Straßenbeleuchtung des Städtchens Cork hat ein Spreekünstler in treffender Weise in seine Kunst einbezogen. Während wir hier gemütlich unseren Tee schlürfen, erleben wir ein Spektakel der besonderen Art. Von links nähert sich eine Gruppe auf dröhnenden Motorrädern. Musik.
an der Kreuzung wird sie je von Dudelsackpfeifern und antik bewaffneten Veteranen gestoppt. Die Motorradgruppe macht ihrem Unmut lautstark Luft. Und ganz schnell ist der Spuk auch wieder vorbei. In Cork stehen übrigens nicht nur schöne Cafés, sondern auch urige Pubs. Man bestellt sich sein Bier nicht am Tisch, sondern holt es sich selbst am Ausschank ab. Das gleiche gilt auch für den Irish Coffee. Am Abend spielt eine kleine irische Band. Mutige Gäste machen diesen Spaß mit. Adair bezeichnet sich als das schönste Dorf Irlands. Ja, jetzt sind es doch 15 Minuten geworden. Da ihr aber bis jetzt interessiert zugeschaut habt, könnte es euch gefallen haben. Und dann erleben wir noch eine Überraschung unserer Reiseleiterin. Während sie mit ihrer kräftigen Stimme irische Lieder vorträgt, ziehen noch einmal Bilder unserer Reise an uns vorüber. Played in a small pickup band. There I spent my youth, and to tell you the truth, I was sad to leave it all behind me. For I'd learned about life, and I found me a wife in the town I love so well. But when I returned, how my eyes had burned to see how a town could be brought to its knees with her gas that hangs on to every breath.